Ja, hallo und herzlich willkommen bei Pranum.at. Schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist soweit, das große Unboxing von meiner nächsten OLED-Switch steht an. Es ist die Nintendo Switch OLED von Legend of Zelda Tears of the Kingdom Edition. Ich habe auch rechts das Spiel schon gekauft. Das werden wir dann heute beginnen zum Spielen. So schaut das Ganze aus. Falls euch das interessiert, verlinke ich gerne bei Amazon auch die Switch und es hat auch wieder die Special Edition kurzzeitig, also die Collector's Edition vom Spiel gegeben. Grundsätzlich, ich habe mir die OLED Switch jetzt schon seit einer Woche daheim oder ein bisschen länger, seit es das gibt, ist jetzt da auf der Seite, was alles dabei ist, die OLED. Dann haben wir die Joy-Cons dabei, das Ladekabel, die Dock, HDMI-Kabel, die Halterungen und alles Mögliche, was da alles gibt. QR-Code zum Einscannen. Kostenpunkt ungefähr 350 Euro. Es gibt es fast überall im Moment, auch bei lokalen Händlern noch die Switch. Ich finde das Design wunderschön. Da ist ein bisschen ungleich oft zu. Also ich finde es, da ist ein bisschen, weiß nicht, ob das angeschlagen ist oder ob das so sein soll. Ja, dann haben wir die andere Seite, da haben wir das Attention-Symbol. Schaut euch auch gerne das Video von meiner Pokémon OLED Switch, ich setze das auf der rechten Seite an. Dann haben wir 7-Inch OLED-Screen, DockWiz, WLAN und alles andere. Ja, was geht's bei dem Video? Wir wollen einen Ersteindruck bekommen. Wir wollen ein bisschen drüber reden. Zahlt es aus für Zelda, so eine eigene Switch zu besorgen? Ja. Spaßfaktor ist sicher mehr. Ich spiele viel im Handheld-Modus und ich weiß nicht warum. Ich spiele fast lieber im Handheld-Modus als am TV. Ich muss schauen, was mir dann besser taugt bei der Switch. Ich habe einen OLED-Fernseher auch, der ganz gut ist. Aber ja, schauen wir kurz rein, was die Rückseite zu bieten hat. Ich will auf jeden Fall auch dann das Ganze aufheben zum Sammeln für mich persönlich. Jetzt nicht als große Gewinnsteigerung, sondern einfach für mich persönlich, dass ich Spaß habe. So schauen die Joy-Cons aus, schön in weiß, schön Docking Station, alles wunderbar, würde ich sagen. Gibt es nicht viel zum Beklagen, oder? Schauen wir noch mal kurz die Vorderseite, dass wir da auch noch ein Bild bekommen, schnell. Schreibt es mal rein, was ihr von dem Ganzen haltet. Ja, auf der Oberseite haben wir wie immer das Nintendo-Logo. Auf der Unterseite haben wir dann wie immer so einen Seriencode. Deswegen zeige ich das jetzt nicht so ganz her mit einem Haufen Hinweisen. So, dann könnt ihr es da aufmachen. Die Switch hat kein Pickel. Andere Switches haben Pickel, die dann quasi zur Versiegelung ist. Das hat nichts, aber dadurch, dass das dann halt nicht mehr so schön ist, ist es dann halt nicht mehr unversiegelt. Es ist nicht so wichtig für mich persönlich. So. Ich habe dann da ein paar Hinweise, wie ihr seht. So, schauen wir, dass wir das da ein bisschen zusammenbekommen. Und dann machen wir da auf. So, ihr könnt es dann da aufmachen. Und dann schaut das Ganze so aus. Ihr habt dann die OLED-Switch plus die Joy-Cons hier drinnen. Fangen wir mal mit der Switch an, weil die hat dann den Code oben. So, nehmen wir die kurz raus. Dann nehmen wir die Joy-Cons raus. Dann seht ihr, wie alles ausschaut. Und wir schauen uns alles nochmal genauer an. So, dann können wir es hinlegen. Na, können wir nicht. Bin gespannt, ob ich mein Seriencode ist nicht auf der Switch rum, sondern auf dieser Schachtel. So, dann sehen wir den unteren Teil von der Verpackung. So, ich muss aufpassen, dass ich da nichts kaputt mache. Dann haben wir da rechts das Netzteil. Das ist so übereinander. Das HDMI-Kabel. Ich lege alles einmal auf die Seite. Dann haben wir hier die Teile drinnen plus hier den Stand. Also, das ist alles, was dann da drinnen ist. So, jetzt legen wir das da hin. Fangen wir kurz an zum Herzeigen. Das ist leider unspektakulär. Da ist noch gar nichts Spezielles. Ihr seht das Nintendo-Logo schön für die Joy-Cons zum Reinstecken. Aber es macht jetzt nicht wirklich was Spezielles. Das heißt, das kommt sofort wieder zurück hinein in diese Halterung. So. Was ist spannender? Vielleicht das Netz, das HDMI-Kabel, aber auch da natürlich ganz gleich wie die anderen Geräte, die wir haben. Jetzt mit Symbolen hier oben. HDMI-Kabel, auch HDMI-Kabel. Steht da irgendwo Nintendo drauf? Richtig, ist jetzt das hoffentlich. Kann man das erkennen im Video, ich hoffe. Und ja,
Ich tue es jetzt auch wieder rein. Ich habe einen Haufen Kabeln im Moment im Einsatz, deswegen bleibt das HDMI-Kabel jetzt einfach einmal da drinnen. Spannender schon das Headset, das Netzteil zum Aufladen. Achtung, da gibt es eine Seite, die schon offen ist bei diesem Plastik, und dann habt ihr dieses ganz klassische Safety Mark. Also jetzt das Netzteil. So, ich drehe das Ganze, dass es ein bisschen besser beleuchtet ist. Ich hoffe, ihr seht alles gut. Ja, so schaut das Netzteil aus hier, Nintendo, als Aufschrift. Wunderschön. Auch hier Nintendo drauf. So. Aber auch da haben wir schon einige Geräte. Wichtig ist, wie viel Watt das hat. Und da steht 100 bis 240 Watt, oder? Input, Output. Das ist jetzt. Also Output ist dann 7,5 Watt ungefähr. Genau. Schauen wir mal, ob wir das dann brauchen werden. Wenn es kann ja zum. Im Moment ist gedacht, dass ich einen Dock verwende, der einfach fürs Aufladen und so zuständig ist. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht richtig da drinnen, aber ich verwende jetzt einfach den Platz da vorne zum Reingeben. Jetzt kommen wir zum Highlight, oder zum einen von den Highlights. So, nehmen wir den, machen wir den Dock auf und dann haben wir das da alles drinnen. Dann können wir das da rausholen. Ist jetzt gut verpackt alles. Das kommt dann da oben rauf. Und schauen wir mal, ob der Rest dann ausgeht. So, so viel zum Dock. Der schaut wunderschön aus, finde ich. Schaut es euch an. Wunderschön hier mit schillernden Konturen. Wunderschön. Da ein kleines Symbol hier für den Fernseher. Boah, ist das schön. Das ist echt ein Traum. Mir hat der Dock von der Pokémon OLED schon sehr gut gefallen. Splatoon 3 wäre auch sehr schön. Da fehlt der Halt, wir hätten es noch irgendwas machen können. Grundsätzlich haben wir da dann noch das Logo oben hier, setzt das Switch-Logo. Das ist Staub, das ist kein Schaden, das wäre bitter. Dann haben wir zwei hier USB-Stecker. Schaut auch cool aus, also cool wäre es gewesen, wenn sie noch irgendwie golden gemacht hätten. Dann haben wir da unten eine Seriennummer wieder mal und einen Haufen Warnhinweise, Infos und so weiter, die das zeigen. So. Dann haben wir hier das zum Aufmachen einfach, das können Sie einfach rausnehmen, so schaut das aus, das ist die ganz normale Platte im Moment. Dann haben wir hier LAN, HDMI Out und AC Adapter. Das ist ziemlich cool, dass du da ein LAN-Board hast. Du hast ja LAN-Board ganz rechts, dann hast du die Adapter mit HDMI und der Power-Adapter, der AC. Innen ist es ein bisschen so gummiert, fühlt sich zumindest an, so ein bisschen ganz komisch. Ich schau mal, ob ich da reinsetze, wird schwer. Ja. Und da ist jetzt, wo das dann ist. Wunderschön, muss ich sagen. Wirklich schön. Auch spannend. Ich habe ja die Joy-Cons vom anderen Zelda Joy-Con. Hat es ja schon mal gegeben. Das ist jetzt ein schönes Kabel hier. Nur damit wir eins gesehen haben. Also schönes Kabel. So schaut es aus. Das zweite lassen wir dann drinnen. Wunderschön, oder? So. Ja, das ist der erste Teil. Den lassen wir dann draußen. Ich verwende die eigentlich fast nie. Deswegen bleiben die dann einfach immer original verpackt. Das gleiche dann mit dem zweiten. So, viel spannender sind dann die Joy-Cons, weil die werden wir auf jeden Fall auspacken. Und die schaut der erste dann so aus. Wunderschön, oder? Ihr habt dann die Knöpfe hier, die Rückseite mit dem goldenen Symbol. Ha, cool, oder? Diese Ringe vom Zelda. Schön. Ich meine, ich habe noch einen goldenen Controller damals gehabt von einem alten Zelda-Spiel auch. Das ist jetzt dann das Grüne hier. Wunderschön, oder? Hoppala. Yay! Ich werde schon zum Kaputtmacher. So, dann jetzt wird es spannend. Ein bisschen dreckig ist es.
Ich schaue mal kurz, ob ich das sauber machen kann. Weil es nichts Weltbewegendes, aber. Ja, sehr schön hier. Die OLED. So, dann haben wir hier den Adapter. Dann haben wir hier. Das ist überall ein bisschen starrweg. Also kannst. Also nichts ist nicht Schlimmes, sondern einfach nur von der Verpackung her oder so. Und wunderschön mit den Ringen. Schaut schon cool aus. Ganz anders hier als zum Beispiel die OLED von Pokémon, die natürlich hier viel mehr Design hat, aber schaut auch sehr gut aus. Fühlt sich cool an. So, dann kannst du den Stand da hinten aufmachen. So, ich schaue nur kurz rein. Dann hast du da einen Adapter für die SD-Karte und so weiter. Der Stand von der OLED ist extrem gut. Den kannst du auch wirklich schön hinstellen. Ich zeige das kurz. Dann seht ihr mich wieder. So. Jetzt setzt das gespiegelte Ding und dann könnt ihr das einfach links und rechts schön reinstecken, wie ihr es gewohnt seid. Und ich bin ein riesen Fan von dem Stand. Also im Vergleich zum alten Stand, den ich eigentlich nie verwendet habe, verwendet man den eigentlich wirklich gerne. Hack, ja, ist das Maisstaub oder? Und genau. So kannst du es dann machen. Auf der Rückseite schaut das Ganze dann so aus, was hat sehr cool ausschaut. Mit dem. Und ihr könnt das dann einfach reingeben. Der Innenstand und dann wird das geladen. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn ihr fertig seid. Und die Rückseite, das ist die Klappe, die gehört dann noch drauf natürlich. Genau. Dann habt ihr noch ein paar Anleitungen drinnen, die ich jetzt nicht gezeigt habe. Da habt ihr dann noch diese Nintendo Switch-Anleitung. Das ist alles, was da noch drinnen ist in dieser unteren Teil der Verpackung. Da ist ja diese Seriennummer oben, die ich jetzt versucht habe nicht zu zeigen. Wie gesagt. Das war's. So schaut das Ganze aus. So kannst du es dann einfach reinstellen. Wie gesagt, mein Plan ist wahrscheinlich, dass ich den Dock noch gar nicht anwirf, sondern einfach also wenn ich es hinstelle, einfach so verwende und wenn ich es auflade, einfach den anderen Stand verwende. So ist für mich der Plan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seht hinten nochmal die Pokémon Switch und jetzt zum Vergleich die Zelda Switch. Ich finde sie wunderschön und ich glaube, dass fürs Spielen vom neuen Spiel das sicher ein Riesenspaß wird. Wie gesagt, ich verlinke euch die Sachen im Video. Ich hoffe, es macht euch Spaß und schreibt rein, ob ihr euch sowas auch gekauft habt, das Gerät, oder ob ihr mit den alten zufrieden seid. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Und dann sage ich, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.